hey zu einem neuen Video. Momentan ist ein großes Thema das Einwandern nach Schweden. Zumindest erreichen mich viele Nachrichten mit Fragen dazu. Wie ist es aber, von Schweden auszuwandern? Darüber möchte ich euch heute berichten, und zwar über die große Auswanderwelle der Schweden vor vielen, vielen Jahren. Ich stehe hier vor dem Utvandrarhus, also vor dem Auswandererhaus. Das ist ein Museum und da nehme ich euch jetzt gerne mit hinein. Bis gleich! Die Ausstellung erzählt von den Menschen, die voller Träume waren. Und sie gibt jenen ein Gesicht, die damals ihren Mut aufbrachten, ein neues Leben zu beginnen. Zu jener Zeit lebten viele Schweden als Bauern in Armut. Småland wurde sogar als das Armenhaus Schwedens bezeichnet. Eindrucksvoll erzählt die Ausstellung von der großen Auswanderungswelle nach Amerika. Allein in den Jahren 1850 bis 1930 wanderten fast 1,3 Millionen Schweden nach Nordamerika aus. Etwa 200.000 von ihnen kehrten später wieder zurück. Die große Welle der Emigration begann aber schon in den 1830er Jahren. Insgesamt wanderte ein Viertel der damaligen Bevölkerung aus. Och demografi de viktigaste faktorerna för svenskarna. Mellan 1810 och 1880 hade Sverige en enorm befolkningsökning och det var främst de egendomslösa på landsbygden som ökade i antal. Sverige industrialiserades också sent och jordbruket var inte moderniserat. Det fanns helt enkelt inte möjlighet för människor att försörja sig i söken. Fortsatte den ofta i generationer. Före det amerikanska inbördeskriget 1861 till 1865 var det knappt 15 000 emigranter från Sverige till Amerika. Im Eingangsbereich des Museums gibt es ein kleines Kino. Hier läuft ein Film mit vielen Erklärungen. In schwedischen Zeitungen warb man mit vielen Anzeigen für das Auswandern nach Amerika. Hier sieht man das Originalgepäck. Es war also nicht viel, was man mitgenommen hat. Im Hafen gab es eigens Unterkünfte für die Auswandererfamilien. Hier konnten sie warten, bis die Schiffe ablegten. Tagebücher, Briefe, Fotos, Dokumente und Zeitungsartikel erzählen von der Realität, auf die die Auswanderer damals trafen. Auch mit der Titanic reisten viele der schwedischen Auswanderer. Als das Schiff 1912 mit einem Eisberg kollidierte, starben 80 Schweden. Nur wenige überlebten. Audioguide für Erwachsene, aber auch für Kinder, gibt während des Museumsbesuches Erklärungen.
like a river in the dark. You steer me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Hier auf der Karte seht ihr, wo sich die Schweden niedergelassen haben. Die meisten von ihnen in Minnesota, Illinois und New York. In Amerika erhielten die Einwanderer kostenlos Land zur Verfügung gestellt. Darauf richteten sich die Schweden schnell ein. Sie eröffneten Geschäfte oder schwedische Zeitungen, gründeten Schulen und manche versuchten ihr Glück auch beim Goldschürfen. An schwedischen Traditionen wird bis heute festgehalten. Im Museum gibt es auch einen Forschungssaal. Dort kann man nach Verwandten forschen. Dazu benötigt man allerdings einen Termin. Es gibt übrigens in Südschweden auch einen Auswanderer-Wanderweg. Den kann man mit dem Fahrrad befahren oder auch abwandern. Und das ist die Strecke, die die meisten Auswanderer damals mit ihren Kutschen und Pferden genutzt haben, um zu den Häfen zu kommen. Der schwedische Schriftsteller Wilhelm Moberg hat eine Auswanderer-Serie geschrieben. Die Bücher gibt es auch in deutscher Sprache. Zudem wurde das Werk mehrfach verfilmt. Gerade aktuell läuft in Schweden der neueste Film. Und es gibt die Geschichte auch als Musical. In diesem Museumsbereich findet man die originale Schreibhütte des Schriftstellers und das Manuskript und viele Tafeln, auf denen sein Leben beschrieben ist. Wilhelm Moberg wurde 1898 in Moshult geboren. Sein Vater war Soldat, genau wie sein Großvater und sein Urgroßvater. Als er 9 Jahre alt war, zog die Familie ins Elternhaus seiner Mutter. Im dunkelsten Teil Smålands, das als Fattigsverige, armes Schweden bezeichnet wurde. Als Kind erlebte er mit, dass Verwandte und Freunde nach Amerika auswanderten, darunter auch die Verwandtschaft seiner Mutter. Mit 16 Jahren wäre er fast selbst ausgewandert und kaufte ein Ticket, doch seine Eltern überredeten ihn zu bleiben und zu studieren. Und irgendwann landete Moberg als Redakteur bei einer Zeitung in Alvesta und später in Växjö. Aber das Thema Auswandern nach Amerika ließ ihn nicht los. Im Jahr 1947 begann er die Arbeit an seinen Auswandererromanen. Er recherchierte und holte Informationen in Bibliotheken und Archiven ein. Und in den Jahren 1948 und 1949 verbrachte er eine lange Zeit in Amerika. Die Tagebücher eines Bauern namens Anders Pettersson und die Tagebücher der Schriftstellerin Mina Andersson dienten ihm als Grundlage für seine Romane. Eine aktuelle Ausstellung im Utvandrarnas hus ist Vita Byssana, die weißen Busse. Sie geht zurück auf den dunkelsten Teil der deutschen Geschichte. I slutskedet av andra världskriget fick Svenska Röda Korset i uppdrag att genomföra en aktion där människor skulle räddas ur nazisternas fångläger. Es geht 1945 ein großes Stück Menschlichkeit nach dem unsäglichen Grauen in Konzentrationslagern. Durch den Einsatz des schwedischen Roten Kreuzes wurden zwischen März und Anfang Mai 1945 15.000 Gefangene aus deutschen Konzentrationslagern gerettet. Diese
Diese Tafel zeigt, welchen Nationen die Geretteten angehörten und in welchen Gemeinden sie untergebracht wurden. Und auf dieser Karte sieht man, wie viele Personen die Gemeinden aufgenommen haben. Der Initiator dieser Rettungsaktion war Volke Bernadotte, der damals das Rote Kreuz leitete. Ursprünglich war geplant, Zwangsarbeiter aus Norwegen, Schweden und Dänemark zu retten. Die Regierung beauftragte das Rote Kreuz mit der Rettungsaktion, für die man weiße Busse nutzte. Darüber verhandelte Volke Bernadotte mit dem damaligen Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, und zwar erfolgreich. Unter den 15.000 Geretteten waren 8.000 Menschen aus Norwegen, Schweden und Dänemark. Viele stammten aus anderen Ländern wie Belgien, Frankreich, Italien, Polen. Es wurden auch zahlreiche jüdische Frauen, Kinder und Männer gerettet, doch die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt. Die Menschen, die kamen, waren traumatisiert. Viele von ihnen waren krank. Darum ordnete man zunächst eine Quarantäne an. Nicht alle blieben in Schweden. Viele wanderten zurück in ihre Heimatländer und viele auch nach Israel. Nun bin ich ehrlich gesagt etwas mitgenommen. Ich mache einen kleinen Spaziergang im Museumspark, in dem man historische Gebäude ansehen kann. Dies ist das neue Kommunhus, also das Kreishaus, das im vergangenen Jahr eröffnet worden ist. Die Kombination historisch und neu ist schon fast wieder cool. In unmittelbarer Nähe des Utvandranashus befinden sich weitere Museen, und zwar das Glasmuseum und ein zeitgeschichtliches Museum, und das sehe ich mir jetzt an. Im oberen Teil des Museums taucht man ein in das Leben im 18. Jahrhundert. To all of my doors you have found.
Markierungen auf dem Boden und Bilder an den Wänden zeigen die Entwicklung Schwedens in den letzten 13.000 Jahren. Man erhält einen guten Einblick, wie das Leben hier in der Region früher gewesen ist. Man die QR-Codes ein, erhält man ausführliche Erklärungen. Mir gefällt das Gesamtensemble der Museen hier im Kulturpark Småland wirklich richtig gut. Unten in die Infobox setze ich euch noch einige Links, falls ihr noch Fragen habt. Könnt ihr da gerne nachlesen. Ich hoffe, euch hat der Museumsbesuch auch etwas Freude gemacht und ihr habt einiges dazugelernt. Ich auf jeden Fall. Und ich sage bis zum nächsten Video. Hej då, aus Schweden!